Was macht Opa denn jetzt noch? Okay. Wenn sie mit Schlafen fertig ist, dann geht's auf Toilette. Geht duschen. Und dann ist schon wieder morgen. Ist er jetzt ein Star? Ich finde das Star-System komisch. Ich weiß nicht, wie man ein Star wird. Ich weiß, dass das über Freundschaften auch funktionieren kann. Aber im Großen und Ganzen verstehe ich nicht, was das zu bedeuten hat. Nach Feen suchen, okay. Was ist denn hier los? Nur weil die Katze wach ist, ne? Katze macht die Katzending. Weil der kann ja noch morgens mal Garten pflegen hier. Fährt in einer Stunde los. Bist du bereit? Ja. Könntest theoretisch noch was kleines snacken nehmen. Müsli oder so. Malte hat heute nicht frei. Gut. Aber Malte tut sein Bestes hier mit seiner Gartenarbeit. Das ist schön. Morris ein Leckerchen geben. Was noch loben für? Nein, ausschimpfen für aggressiv sein. Zuneigung, Leckerchen geben. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ja. Auf zur Arbeit. Let's go. Malte muss jetzt auch arbeiten. Oh. Was wäre denn zurzeit gut bei dir? Garten. Kann man hier irgendwas gartenmäßig lernen während der Arbeit? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht solltest du mal deine Kollegen treffen. Jetzt passieren lustige Sachen. Jetzt hat sie ganz pinke Haare, lol. Also ganz lila, ja, Magenta. Ich würde gern was wissen. Weil sie ist ja jetzt ein Werwolf. Ich weiß auch nicht, wo steht das geschrieben, was sie ist? Hier steht's nirgends. Dieser beknackte Stammbaum, aber nirgendwo steht hier irgendwas von wegen, sie sei ein Werwolf. Ich frage mich, ob ich das in dem normalen Zustand irgendwie beeinflussen kann, wie sie dann hinterher aussieht. Ich glaube nicht. Ihre Augen sind ganz hell. Das ist mir schon die Tage aufgefallen. Ihre Augenfarbe, ich weiß gar nicht, wie ihre Augenfarbe war, glaube ich, blau erst, ne? Aber hier kann ich nur... Ist das die Werwolfform? Nein. Hier kann ich aber auch nicht aussuchen, irgendwas von wegen... Werwolfform oder sowas, ne? Nee. Augenbrauen, Körperbehaarung. Aber die kann ich hier nur auswählen, weil sie halt... Werwolf sein kann. Aber das kann ich hier nicht differenzieren. Nee. Schade, dass ich das nicht auswählen kann. Okay. Ja, komm, mach doch einfach hier. Ja, Hunger hast du. Was willst du tun? Essen zu kochen? Essen kochen oder Essen? Erstmal verdorbenes Essen rausbringen und dann.
Kannst ja irgendwas essen hier, dein komisches Dimsum. Wir haben jetzt 25.000. Ich würde bis 50.000 sparen und dann... Wir brauchen Geld für ein Grundstück und Geld für ein Haus. Also zu bauen. Oder wir kaufen uns ein fertiges Haus. Da könnte man sich ja vielleicht... Obwohl, ich würde gerne aus dieser Stadt ausziehen. Ich würde gerne in eine Stadt ziehen, wo ein bisschen mehr los ist. Allerdings muss ich mir dann die Städte auch nochmal angucken. Ja, ich weiß noch nicht. Weiß ich aber auch nicht, ob das Spiel dann irgendwo abspackt oder sowas. Opa, was tust du denn? Bringe da selbstgezüchtete Zeugnisse von sehr guter oder noch besserer Qualität zur Arbeit, okay. Hey Opa, ich habe voll die Idee. Du möchtest ja Logik lernen, ne? Wie wär's denn, wenn du einfach mal eine Runde Schach spielst? So, und du? Musst du nicht auch arbeiten? 4 Stunden. Was kannst du denn in der Zwischenzeit noch tun? Keine Sekunde. Er lernt da seinen Scheiß, er ist auf Arbeit, gibt die Katze hinter Leckerli. Sie ist auch auf Arbeit, möchte eine Beförderung haben. Nee, er möchte eine Beförderung. Scheiß, er möchte eine Beförderung. Lohnt sich das dann Katze Leckerli eben zu geben, oder? So. Und sie? Möchte den Geist von Frieda sehen? Nee. Da. Ich könnte jetzt natürlich Geld cheaten, dass wir das alles machen können, wie ich das hier Bock hätte, aber... Nee, ich will die Herausforderung. Okay. Cordula, du musst zur Arbeit. Welche Level hat sie da eigentlich? 7. Du bist ja richtig gut dabei. Ja, außer bei deinem Lebenswunsch, ne? Shit. Gott! Das ist, glaube ich, Sinn der Sache, oder? Oh. Besuche 3 Bürger zu Hause, um deine Jobleistung Beziehungen zu. Okay. Geschicklichkeit. Malte wurde befördert. Geil. Glückwunsch. Malte hat gute Leistung von Malte Bonus. Und eine Beförderung ist nun fleischfressende Pflanzenzüchter. Cool. Das hast du gut gemacht. Jetzt fehlt da... Was brauchst du denn jetzt? Gartenarbeit immer noch sehr notwendig. Warum hast du denn immer dieses Buch dabei? Habe ich dir nicht schon 3-mal weggenommen? Kannst du denn ein Buch über Gartenarbeit lesen? Wenn es ja nicht hinhaut. So wie ich das gerne hätte... Ja. Sie arbeitet immer noch. 3 neue Sims getroffen. Hey, ich kümmere mich mal darum. Hat sie nicht sowieso eine andere Aufgabe noch? Nee? Dachte. 3 neue Sims treffen. Heißt, nicht diese Humble-Männer hier vorne. Oder? Oder?
Verspielt belästigen, ja, wer ist denn das? Marie Hopcraft, was? Ist das irgendwer Bekanntes? Weiß ich nicht, reicht das, wenn ich die kennenlerne? Hallo, wie geht's dir? Ah, geil. Wer ist denn das hier? Chester Swine. Das ist ihr Chef, oder? Moment, das ist ihr Chef, oder? Ja, Chester, hey. Sir Dubi Kadaka. Okay, das ist cool. Wieso kann ich denn nicht normal sein, ey? Lass das Set für Krebs. Nein. Ich habe jetzt zwei neue Leute kennengelernt. Cool. Da ist noch einer. Moment, der da. Der da. Los, belästige ihn. Mit deiner Niedlichkeit. Was ist denn? Gesicht bemalen lassen. Ja, natürlich. Aber in die Show gehen wir nicht. Ich glaube, er ist Teenager, oder? Peanut Ivy, okay. Hat einen ganz beknackten Namen, Alter. So, geht zur Arbeit wegen Jobleistung. Okay. Weil es so lustig ist heute hier, kannst du Gesicht bemalen lassen mit Sterne. Ich wusste nicht, dass man das aussuchen kann, lol. Wie lange hält denn das? Ich hoffe, das hält nicht für ewig. Das wäre die Katastrophe. So, jetzt kannst du aber dann nach Hause gehen. So. Was macht Malte? Der sitzt den ganzen Tag da und lernt. Ja. Ich seh's. Ach Scheiße. Okay, cool. Oh, Malte hat seine Arbeitsklamotte immer noch an. So, was gibt's noch Schönes? Pfannkuchen. Was? Hier, duschen. Oh ja, ja, ja. Ach, sie trägt auch ihre Arbeitsklamotten. Ja, moin. Und dieses wunderschöne Gesichtsbemalungsding. Könnte fast wie ein Tattoo sein, ey. Ach, sie ist eine Erwachsene. Im Grunde ist sie die Älteste hier. Aber sie hat ja noch 209 Tage, bis sie älter wird. Zum Rentner. Alles klar. Und er 28 Tage. Sie wird ihn überleben, ey. Garantiert. Sie wird alle überleben. So, der Herr Malte ist jetzt fertig mit der Welt. Lern mal deinen Scheiß zu Ende. Wie lange brauchst du dafür noch? Es ist 20 Uhr. Alles klar, guck. Ja, Luki. Bist du jetzt müde? Nein.
Malte ist müde. Kannst du Malte nicht mal einfach lieb haben? So, mal Geschichte anhören. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, du solltest... Wieso kannst du denn nichts mehr... Kannst du denn nichts Normales mehr machen? Was ist los bei dir? Kannst du sie nicht... Oh ja, ich weiß, du bist müde und fertig mit der Welt. Kannst du sie nicht einfach mal... Genau, Schutz versprechen und... Umarmen. Verliebt umarmen. Hier, bitte. Erfüllt sich ihr Wunsch davon auch? Ja. So, Cordula wurde auch befördert. Geil. So, kannst du ja hier mal Nickerchen machen, genau. Dich zur Seite legen, hier dich auch entspannen und dann könnt ihr ja nochmal ihren Wunsch erfüllen. In die Sterne schauen. Ich glaube nicht, dass was im Winter so eine geile Idee ist. Nein, ihr sollt kein Baby machen. Da. Baby machen kommt später. Wenn Platz ist. In der neuen Wohnung vielleicht. Und Opa ist müde und fertig. Ich glaube, das... schwer da anhören. Worüber denn schon wieder? Warum ist dein Bild schon wieder verbuggt? Ah, guck mal hier. Erstmal Karriere. Pizza bestellen. Nee, Opa. Und warum lernst du diesen scheiß Punkt nicht? Hast du nicht vorhin die ganze Zeit irgendwie Logik gelernt? Nee. Anscheinend nicht. Oh, bis der PC verbrannt ist, ey, übel. Er hat eine andere Frisur. Was ist denn da schon wieder los? Okay. Ich glaube, ich sollte das Spiel einmal gleich speichern. Und neu starten. Beziehungsweise, ich habe ja jetzt erstmal ein bisschen was aufgenommen. Er sieht echt geil aus mit seinen Haaren. Gib hin. Und sie? Ja, du kannst auch schlafen gehen. So, und dann würde ich sagen, das war's jetzt für Sims für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann!